Gut, ich habe mir hier einmal ein defektes Rücklicht genommen. Da funktioniert der Taster nicht mehr so richtig. Ich weiß auch nicht warum. Aber wir wollen noch mal schauen, ob wir das wieder zum Laufen kriegen. Also einmal mit dem Schraubendreher aufgemacht. Dann kann ich hier das abschrauben. Ich gebe zu, ich habe da schon mal vorher reingeschaut. Ja, und so einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. So, und dann sehe ich schon, was das für ein Hightech ist. Hier ist gar nicht so viel dahinter. Gut, was ist da los? Ah, hier ist ein Kontakt, der ist sehr unsauber. Hier auch. Das reinige ich mal schnell mit ein wenig Schleifpapier. Einmal da, einmal da. So, und das hier sieht gar nicht so schön aus. Da gucken wir mal, ob wir ein bisschen frisches Lötzchen drauf machen können. Die tolle Unterlage, aber ist ja jetzt auch nur so quick and dirty. So, wie sieht's aus? Ist qualmt, aber es hält nicht. Ja, das bleifreie Lot ist nicht das tollste. Ups. Na komm her. Ja, hier empfiehlt es sich, wenn ihr habt, Flussmittel zu nehmen. Habe ich nicht. Und ich hoffe, ich mache das jetzt nicht so heiß, dass es alles hinterher gar nicht mehr läuft. Das ist ja nicht das, was ich jetzt gewünscht habe, gebe ich zu. So, komm her hier. Ich habe gehofft, ich kann hier schnell einen neuen Lötfleck aufbringen. Naja, ein Fleck ist drauf. So, schauen wir mal, ob das was gebracht hat. So, dann setze ich das Ganze wieder ein. Da gibt es sicherlich auch noch einfachere Möglichkeiten, also vielleicht einmal die Schrauben erstmal in die Löcher fusseln. Eins. Genau. Naja, nichts, was man irgendwie eigentlich haben möchte, aber tschadatsch. So, und dann wieder einsetzen. Oh, es leuchtet schon mal. Das ist ja schon mal von Vorteil. Bin ich gespannt, ob ich sie jetzt auch wieder ausschalten kann. Ah, okay. Also, wenn ich jetzt drücke, funktioniert es wieder. War jetzt nicht so schön, aber nichtsdestotrotz, mit einfachen Methoden das Licht wird zum Laufen gebracht und jetzt mit etwas Schmackes zusammengedrückt. Und mein Licht läuft wieder. Tada!